Wenn ich nur eine Minute Zeit hätte, um Ihnen von meinem geplanten Film zu erzählen, müsste ich erklären, dass ich von Berlin zurück in meine Heimat gezogen bin. Ich habe seit meiner Jugend nicht mehr da gelebt, erinnerte mich aber immer an einen Ort, der funktioniert hat. Nicht zu groß, nicht zu klein, schön anzusehen und mit netten Leuten. Dort, wo ich als Kind glücklich war und als Jugendlicher von der großen Liebe geträumt habe. Ein Ort, an dem Politik und Wirtschaft noch funktionieren. Ein Ort, in den Urlauber fahren, weil es ihnen da so gut gefällt. Ein Ort, mit dem man zufrieden sein kann. Hierher kam ich zurück, um zu probieren, auch wieder zufrieden zu sein. Das habe ich gefilmt und vieles andere auch. Mein Heimatfilm wird ein Film über einen Ort, über heute und früher. Ein Film voller Geschichten, trauriger, lustiger und seltsamer Geschichten. Und zwischen den Bildern ein Film über das Heimatgefühl. Oh.